Du hast Benzin im Blut. Dann bist du hier genau richtig. Hier ist Andrea Patzelt, die Recruiting-Expertin für Premium- und Luxusautohäuser. Was für Fragen können dich im Vorstellungsgespräch erwarten? Darum geht's jetzt gleich. Viel Spaß. Andrea-Patzelt.com. Ich bin Andrea Patzelt und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. In dieser Folge geht es um dein Vorstellungsgespräch. Und darüber spreche ich jetzt gleich mit einer Expertin für Karrierefragen, mit Ute Blindert. Wer im Jobinterview überzeugen will, sagt sie, der muss hier die Fragen sicher und gewinnend beantworten können. Was für Fragen das sind, darüber sprechen wir gleich. Doch zuvor noch ein paar Sätze mehr zu Ute Blindert. Ute Blindert lebt in Köln und sie beschäftigt sich als Autorin seit Jahren ganz intensiv mit den Themen Karriere, Arbeitsmarkt und digitaler Wandel. Darüber hinaus arbeitet sie als Trainerin und Beraterin für Hochschulen und Unternehmen. Ute ist auch Herausgeberin der Online-Karrieremagazine karriereletter.de, businessladies.de, moderiert Veranstaltungen zu Karrierethemen und hat auch einen eigenen sehr coolen Podcast. Ich bin auf sie aufmerksam geworden, weil sie ein großartiges Buch zum Thema Fragen im Vorstellungsgespräch geschrieben hat. Ein Buch, das Bewerbern Orientierung und Sicherheit gibt. Und darum geht es jetzt. Ich freue mich, dass Ute Blindert heute bei mir im Podcast ist. Ich freue mich, jetzt gleich mit ihr in die Tiefe zu gehen. Ganz herzlich willkommen im Podcast, liebe Ute. Ja, grüß dich, Andrea. Schön, dass ich dabei sein darf. Sehr, sehr gerne. Wie geht's dir denn? Ja, gut. Heute ist ein wunderbarer Tag. Ja, wo erwische ich dich? Hier im Büro in Köln. Aha. Und ich sitze jetzt sozusagen hier bei dir, mit dir zusammen vom Bildschirm und wir führen jetzt dieses Interview. Ja, starten wir gleich mit der ersten Frage. Ich bin ja Headhunterin und Recruiterin und wenn ich mit den Bewerbern spreche, dann ist immer natürlich die erste Frage zum Lebenslauf, ne, damit ich einfach ein klareres Bild vor Augen habe, mit wem ich denn da spreche. Und deswegen da einfach auch für dich die erste Frage zu deinem Lebenslauf, Ute. Ist das denn ein gerader Lebenslauf oder hast du da so ein paar Zickzacks drin? Erzähl doch mal. Ja, das Spannende ist ja manchmal das, was einem so vorkommt wie so ein Zickzack. Wenn man sich das dann doch mal so aus der Rückschau anguckt, dann sind manchmal die Zickzacks zwar auf den ersten Blick da, aber letzten Endes bleiben die Themen doch relativ ähnlich. Mhm. Zu meinem Lebenslauf muss ich sagen, ich bin, man könnte es vielleicht noch mal so ein bisschen runterbrechen. Ich habe tatsächlich, ich habe studiert in den 90er Jahren. Ich habe was Geisteswissenschaftliches studiert. Also ich habe Soziologie gemacht, Geschichte und Islamwissenschaft. Das war damals, man musste man immer drei Fächer machen, wenn man Magister machen wollte. Das heißt, ich habe dann 99 meinen Abschluss gemacht und habe dann angefangen, in einem Verlag zu arbeiten für Karrieremagazine. Das heißt, alles, was so die Themen Bewerbung, Berufseinstieg und Karriere anbelangt, hat mich damals schon wahnsinnig interessiert, fand ich schon immer super spannend und habe in diesem Unternehmen 7 Jahre gearbeitet und habe dann aber die Seiten gewechselt. Also bin dann praktisch auf Unternehmensseite gegangen und habe gesagt, okay, was ist denn eigentlich für Unternehmen wichtig, wenn die neue Leute haben wollen im Unternehmen, auf was achten die? Und habe gleichzeitig dann nochmal sozusagen den dritten Schritt gemacht und bin auch noch an Hochschulen gegangen, um dann halt den jungen Leuten halt auch beizubringen, was können die denn machen, damit die Unternehmen die richtig gut finden, auf was müssen die achten? Und das hat sich im Grunde weiter durchgezogen. Also ich habe in meinem Unternehmen mittlerweile 2 Bücher geschrieben. Ich betreibe diese beiden Blogs und die Themen bleiben immer Karriere, Arbeitsmarkt und mittlerweile ist das Thema Netzwerken sehr stark dazu gekommen, weil ich das tatsächlich super spannend finde. Und was ich sagen muss, das Thema Online im weitesten Sinne, also Online-Marketing, Online-Netzwerken, das ganze digitale, soziale Netzwerke, das ist was, was mich auch seit den Anfang 2000er Jahren begleitet und mit den sozialen Netzwerken so seit den 2008er Jahren entsprechend immer mehr in die Tiefe verfolge. Also so, man sieht, es ist vielleicht ein bisschen zicki-zacki, aber letzten Endes den roten Faden irgendwie gibt's den doch. Ja, von Anfang an dann. Irgendwie ja. Ja. Ute, ich hatte ja eben gerade schon in der Anmoderation dein Buch erwähnt. Wie
jetzt das zweite Buch. Du hast ja auch ein Buch zum Netzwerken schon geschrieben, aber jetzt das zweite Buch, da geht es ja einfach da um die Arbeitgeberfragen, 157 Arbeitgeberfrage im Vorstellungsgespräch. Wie bist du dazu gekommen? Was war deine Motivation, dieses Buch zu schreiben? Ja, tatsächlich war die Motivation, dass immer wieder, wenn ich zum Beispiel an Hochschulen oder auch woanders Vorträge gehalten habe zu diesem Thema Vorstellungsgespräch oder dann auch so Themen, die dann mit reinkommen, sowas wie Gehaltsverhandlung oder sagen wir mal Vertragsverhandlung, gibt es natürlich die Fragen, die von den Bewerbern und Bewerberinnen kommen, die bleiben natürlich immer relativ ähnlich. Es gibt halt sehr, sehr viel Unsicherheit auf diesem Gebiet und sehr, sehr viel, tatsächlich finde ich, urbane Legenden, die da durchs Internet strömen. Und als dann der Verlag auf mich zugekommen ist und gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, ein Buch dazu zu schreiben, habe ich gedacht, ja, ach, wieso eigentlich nicht? Finde ich irgendwie super spannend. Und wir haben dann noch so ein bisschen hin und her überlegt, weil natürlich ist 157 ist ein bisschen ein Kunstgriff. Es ist im Grunde auch wurscht, also ob es 99 Fragen sind oder 57 oder 158, ist im Grunde egal. Weil es geht letzten Endes darum, so diese Idee von so einem Vorstellungsgespräch zu ergründen und zu sagen, was wollen eigentlich die Arbeitgeber mit diesen Fragen bezwecken? Okay. Lass uns doch gleich mal eintauchen jetzt in das Vorstellungsgespräch. Vielleicht noch einen Schritt vorneweg. Gibt es denn eine perfekte Vorbereitung für das Vorstellungsgespräch? Also wenn man sich jetzt so vorstellt, man könnte sich irgendwie mit Copy-Paste jetzt zum Beispiel aus dem Büro, aus dem Buch jetzt zum Beispiel überlegen, was sind gute Antworten auf bestimmte Fragen, dann würde ich sagen, nein, gibt es nicht. Aber es gibt in gewissem Sinne eine Vorbereitung, die hat was mit der Haltung zu tun. Und ich nehme da gern das Wort Selbst-Bewusstsein. Also das heißt auf der einen Seite, sich seiner selbst sehr bewusst zu werden, also wirklich tatsächlich zu sagen, was sind die Dinge, die ich mitbringe, die ich gelernt habe. Und damit meine ich jetzt nicht nur, dass man sagt, okay, ich gucke mir meinen Lebenslauf an und sage irgendwie, Zeugnis und das und das und das habe ich. Und das sind ja im Grunde immer so die harten Fakten, die ich natürlich mitbringen kann. Und das kann natürlich jeder Arbeitgeber im Lebenslauf auch sehen. Aber tatsächlich auch zu gucken, was sind denn auch die Fähigkeiten, die ich mitbringe, die ich vielleicht auch tatsächlich mal in einem Zickzack-Lebenslauf gelernt habe. Also das ist so das eine, also wirklich zu sagen, was ist das, was ich selbst mitbringe? Und auf der anderen Seite natürlich zu gucken, sich genau anzugucken, was ist wohl das, was der Arbeitgeber braucht? Also sozusagen richtig in die Tiefe zu gehen, also mal diese Oberfläche zu verlassen. Weil wir haben natürlich, wenn wir uns so eine Stellenanzeige angucken, dann haben wir natürlich sehr klar formuliert, aber es sind die 1 bis 5 Muss- und Kann-Bedingungen. Die spielen natürlich eine Rolle. Da hat der Arbeitgeber versucht, das mal näher zu definieren. Aber tatsächlich noch mal mehr dahinter zu schauen, was sind so die tiefen Beweggründe, warum möchte ich jemand oder welche Person genau brauche ich für eine Stelle? Ich meine, du sprichst ja sehr gezielt Premium-Autohäuser an und auch Menschen, die da arbeiten wollen. Was braucht es da? Man kann natürlich bestimmte Dinge sehr genau benennen, was jetzt Qualifikationen anbelangt, sicher ein kaufmännisches Verständnis, sicher auch ein bisschen technisches Verständnis. Aber ich glaube, das, wo du wahrscheinlich als Recruiterin sehr genau drauf gucken musst, ist, wie tritt jemand auf? Hat jemand ein Verständnis für Kundenbedürfnisse? Klar. Dann ist es gar nicht so wichtig, ob jetzt jemand zum Beispiel in einem Autohaus groß geworden ist oder ob vielleicht jemand tatsächlich Historikerin ist. Wenn die ein Verständnis davon hat, was deine Kunden brauchen und gut verkaufen kann oder zum Beispiel abschlussfähig ist, ich weiß nicht, ob dann letzten Endes es immer auf die 1+ im Zeugnis ankommt oder ob du wirklich versuchen willst, herauszufinden, ob da ein Verkäufer oder eine Verkäuferin vor dir steht. Also da geht es einfach auch dann einfach darum, vorher nochmal zu schauen, wer bin ich? Ja, also einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, was bringe ich mit? Und dann auch sich zu überlegen, was genau könnte jetzt der Arbeitgeber von mir brauchen, sodass ich mit dieser Haltung in das Gespräch reingehe. Ja. Jetzt so der Ablauf von den Gesprächen, der ist ja nicht so wirklich einheitlich. Ne? Das hattest du ja gesagt. Ne? Das kann ja ganz unterschiedlich sein, oder? Ja, also es hängt natürlich auch immer so ein bisschen davon ab, wie
ja, wie soll man sagen, wie standardisiert die Prozesse auch in den Autohäusern zum Beispiel bei dir sind. Also ich glaube, dass es sicher auch große Unterschiede gibt, ob du zum Beispiel eine Kette hast, die zum Beispiel bundesweit präsent ist oder mit mehreren Filialen vertreten ist, dann hast du sicher auch eine andere Systematik, was die Personalauswahl und Rekrutierung, die Personalanforderungen ist, oder als wenn du jetzt zum Beispiel ein Autohaus hast, was vielleicht mehrere Marken vertritt, wo vielleicht irgendwie nur zwei Filialen in einer Stadt zum Beispiel sind. Ich glaube, dass es da sicher auch Unterschiede gibt. Mhm. Das hat ein bisschen was zu tun mit der Systematik, weil natürlich, wenn du jetzt niemand da sitzen hast, der jetzt zum Beispiel geschult ist als oder der halt einfach gelernter oder gelernte Psychologin ist, die halt in so einen Personalauswahlprozess geht, die hat natürlich andere Fragen, als wenn du jemand hast, der sozusagen von der Pike auf Autohaus gelernt hat, aber vielleicht sich nicht mit Personalauswahlprozessen auskennt. Der stellt sicher andere Fragen. Das müssen nicht unbedingt die schlechteren Entscheidungen sein, aber das muss man natürlich so ein bisschen mit bedenken. Mhm. Das heißt, wenn ich zum Beispiel weiß, ich bewerbe mich bei einer großen Kette, dann kann ich natürlich im Vorfeld auch ziemlich genau gucken, wer ist denn dann zum Beispiel mit dem Gespräch dabei? Ist dann irgendwie wie der Chef oder die Chefin, Filialleiter mit dabei? Ist dann jemand aus dem Personal dabei, der tatsächlich auch eine Personalausbildung mitbringt? Dann werden sicher andere Fragen sein, als wenn man sagt, man hat so jemand, der wirklich ein bisschen hands-on daran geht. Ja. Das ist oft der Fall. Ja, und das kann man sicher dann auch vorbereiten. Das heißt, da ist es zum Beispiel wahrscheinlich wichtiger, dass man vielleicht sich vorher mal nochmal so ein bisschen guckt, so wie was läuft denn gerade so in der Branche? Was ist jetzt gerade irgendwie Phase? Was habe ich irgendwie, kann ich so lesen in Zeitschriften über bestimmte Marken? Vielleicht, dass man auch weiß, wo steht die Formel 1 gerade. Wahrscheinlich, also ich habe jetzt nicht so viel Ahnung von deinem Gebiet, aber das ist so das, was ich mir so vorstelle. Das ist ein bisschen mehr so, dass man dieses Benzin im Blut irgendwie nach vorne. Genau. Bringt, ne? Also aktuelle Themen einfach drauf zu haben, zu schauen, mit wem spreche ich, dann einfach auch die Situation des Autohauses drauf zu haben. Lass uns doch mal so die einzelnen Stationen des Bewerbungsgespräches durchgehen. Das ist halt ja sehr unterschiedlich. Also du hattest ja auch gesagt, es gibt dann ja gerade auch in größeren Ketten dann ja eine gewisse Struktur in den Gesprächen. Das bedeutet, also eine Struktur könnte sein, dass die Fragen schon ja vorliegen und an sich ja in jedem Bewerbungsgespräch auch gestellt werden. Das meinst du mit Struktur, oder? Genau, also dass man natürlich auch eine gewisse Vergleichbarkeit hat, wenn man jetzt zum Beispiel mehrere Kandidaten oder Kandidatinnen zur Auswahl hat. Mhm. Und dass man sich vorher genau überlegt, wie kann ich denn eine gute Eignungsdiagnostik machen, anhand der Interviewfragen, die ich stelle. Also das heißt, man muss sich halt vorher überlegen, was sind die Kriterien, die halt wichtig sind für eine Stelle, also jetzt sagen wir mal für den Verkäufer oder die Verkäuferin, was sind bestimmte Qualifikationen, die jemand mitbringen muss, und welche Fragen, also zum Beispiel, welche situativen Fragen muss ich stellen und wie kann ich die sozusagen noch mal durch so Probefragen nochmal erhärten, sodass ich am Ende tatsächlich ein vergleichbares Ergebnis bekomme für verschiedene Kandidaten. Okay, genau. Lass uns doch mal starten mit der Begrüßung. Was sind so typische Fragen jetzt für den Bewerber, um ihn mal ein bisschen locker zu machen? Da geht es ja einfach am Anfang ja darum, so die Hemmschwelle herunterzusetzen. Womit kann ich als Bewerber rechnen, wenn ich in den Besprechungsraum komme? Ja, sicher auch mit sowas wie, haben Sie gut hergefunden? Wollen Sie, wie sind Sie gut durchgekommen? Oder zum Beispiel auch so, möchten Sie gerne schon einen Schluck Kaffee trinken oder Wasser und solche Sachen zum Beispiel. Okay. Und sicher auch so ein bisschen mit reinbedenken, wenn wir jetzt so in diese Vorphase gehen, auch so, was ziehe ich zum Beispiel an, natürlich auch in so einem Gespräch. Ne? Also das ist natürlich immer sicher auch ein Unterschied, ob ich sage, ich bin jetzt so, wie du sagst, in so Premium-Autohäusern unterwegs oder jetzt halt mehr so in der, beim Gebrauchtwarenhändler um die Ecke. Ne? Mhm. Also das ist natürlich sicher auch bei dir auch also vorher ein wichtiger gucken, Punkt. Was sie ja, da so anhaben. Ja. Nehme ich denn was zu trinken an? Ist das jetzt eher so eine rhetorische Frage? Möchten Sie was trinken oder ist das in Ordnung, dann Kaffee oder ein Wasser zu nehmen? Ja, absolut in Ordnung. Hat auch ein bisschen was damit zu tun, wenn man mal so einen Moment Zeit braucht, um nachzudenken, dann darf man auch mal einen Schluck Wasser trinken und dann kann man erstmal in Ruhe einen Schluck trinken und ein bisschen nachdenken und dann fällt einem vielleicht wieder eine Antwort ein. Also man kann das tatsächlich auch als eine Möglichkeit benutzen, um mal so eine Pause für sich einzulegen. Okay,
Okay, gut. Und wenn jetzt gefragt wird, haben Sie gut hergefunden, also dann jetzt die ganze Reise beschreiben, sondern geht es einfach wirklich um kurz und knapp genau. dafür zu sorgen, dass man einfach ins Gespräch kommt. Genau. Ne? Wenn Sie dann sitzen, die alle Beteiligten, dann geht es ja los. Womit muss der Bewerber dann rechnen? Also wenn es jetzt dann zur Sache geht, wenn das Getränk vor dir steht, du hast deinen Notizblock vor dir, deinen Stift vor dir, was kann dann kommen? Meistens geht es dann los mit einem, dass die Leute sich vielleicht, wenn mehrere Leute zum Beispiel im Raum sitzen, dass nochmal die so vorgestellt werden. Und dann geht es meistens erstmal los, dass über das Unternehmen erzählt wird, also wie das Unternehmen gerade aufgestellt ist, wie sich das gerade weiterentwickelt und was jetzt zum Beispiel so Inhalt der Stelle sein wird. Mhm. Und wie zum Beispiel auch diese konkrete Stelle zum Beispiel auch im Unternehmen so verankert ist und eingebunden ist. Mhm. Das ist oft so auch so ein Punkt, wo man nochmal so ein bisschen genauer hinhören muss, weil manchmal ist es so, dass das, was man ausgeschrieben hat in der Stelle, nicht unbedingt ganz das ist, wie es dann in der Wirklichkeit ausformuliert wird. Da muss man immer noch ein bisschen aufpassen. Das ist halt auch so ein Moment, wo man entweder in diesem Moment Fragen stellen kann oder sich das zumindest mal kurz notiert, um dass man dann halt versucht, zwischendrin diese Fragen zu klären. Was ist da eine Formulierung? Kann man einfach dann kurz unterbrechen und sagen, ich habe dazu noch mal eine kurze Frage oder was empfiehlst du dazu sagen? Es kommt so ein bisschen drauf an. Ich würde das vielleicht sogar erstmal ein bisschen zurückstellen und tatsächlich erstmal so ein bisschen abwarten, wie das Gespräch sich entwickelt. Auch vielleicht was andere nochmal dazu sagen, also je nachdem, wie viele Leute du tatsächlich dir gegenüber sitzen Okay, hast. Also bei Unklarheiten eine Notiz machen und dann besser warten, bis zum Schluss die Fragen letztendlich dann alle nochmal gestellt werden dürfen. Also ich habe da jetzt nicht eins zu eins, dass ich sage, so musst du es unbedingt machen, sondern ich würde da tatsächlich das einmal so für mich vermerken. Und wenn du aber merkst, irgendwie es passt jetzt gerade gut, dann auch tatsächlich nochmal eine Frage stellen. Okay, also Unternehmen stellt sich kurz vor, du hörst genau zu, wenn irgendwie was unstimmig ist, machst du eine Notiz, wie geht's weiter? Dann geht's ja meistens los, dass oder dann kommt sozusagen ein ganz wichtiger Schritt. Das ist das, dass man das in den Unternehmen oft gebeten wird, dass man das halt super spannend findet, schön, dass sie sich bei uns beworben haben, spannender Lebenslauf, den sie uns hier zugeschickt haben. Erzählen Sie doch mal. Und das ist dann so der Auftrag für die Selbstpräsentation. Und du hattest mir jetzt gerade erzählt im Vorgespräch, dass du gesagt hast, der Elevator Pitch ist zum Beispiel bei dir auch ein Thema im Podcast. Ja. Und tatsächlich ist dieses, was jetzt folgt, praktisch sowas wie der Elevator Pitch, aber in groß, sozusagen in lang. Das heißt, diese Selbstpräsentation ist die Möglichkeit für den Bewerber oder die Bewerberin, halt so 5 bis 7 Minuten über sich selber zu erzählen. Okay. Und da ist halt immer wichtig, dass es natürlich fokussiert sein sollte auf das, wofür er oder sie sich bewirbt. Also es geht nicht darum, jetzt das ganze Leben mit allen Seitenlinien zu erzählen, sondern tatsächlich sich im Grunde auch im Vorfeld zu überlegen, was sind denn die Sachen, die ich beruflich mitbringe, also aus meinem Lebensweg, die zu dieser Stelle passen. Und da sind wir wieder beim Selbstbewusstsein, was du eingangs sagtest. Ne? Was bringst du mit? Genau. Das heißt, in dem Moment, wenn es zum Beispiel um eine Stelle als Verkäuferin oder Verkäufer geht, im Premium-Autohaus, ist einfach klar, was sind die Sachen, die ich mitbringe, die nicht dafür qualifizieren. Und das kann auch tatsächlich der Job am Telefon im Callcenter gewesen sein, weil man da natürlich lernt, einfach wirklich ein Gespräch nach dem nächsten zu führen. Und wenn dann irgendwie 10 blöd gewesen sind, dann ist das 11. okay. Ja, das ist die richtige Haltung. Genau, das ist halt dann die Frustration, sondern das gehört dann zum Beispiel da rein. Okay, 5 bis 7 Minuten, sagst du. 5 bis 7 Minuten, ja. Ja. Guckst du dann einfach, also ist es dann, also manchmal ist es ja so, dass die Teilnehmer gar keine Miene verziehen. Manchmal ist es so, dass sie dann nicken und sagen, und aha, wie stelle ich denn jetzt als Bewerber mit, ob das jetzt relevant ist, ob die noch bei mir sind, meine Zuhörer, wenn da jetzt nicht direktes Feedback kommt. Muss man mit leben, ne? Also einfach erzählen. Also es kommt so ein bisschen... Also man muss natürlich, sagen wir mal so, gute Verkäufer weiß natürlich auch, dass Leute sehr unterschiedlich sind und unterschiedlichst auf Dinge reagieren. Also es mag zum Beispiel sein, sagen wir mal, man kommt als Kölner Schwartlappen, ne, in den Norden
Ne? Was für ein Ding? Und dann als Kölner Quasselstrippe kommt man in den Norden und so der Hamburger steht dann so vor einem, sagt so gar nichts. Ne? So wie Moin halt ausreicht als komplette Begrüßung und im Grunde reicht. Ne? Wissen wir, ne? So. Und der Kölner redet dann ja mal gerne ein bisschen weiter und ist auch ein bisschen verunsichert, dass dann nicht so viel kommt. Also das heißt, die Lebenserfahrung lehrt uns aber einfach, dass die Menschen natürlich auch da immer ganz unterschiedlich sind. Und man sich natürlich auch bis zu einem gewissen Grad auch versuchen muss, darauf einzustellen. Aber manchmal muss man dann einfach sagen, ja, dann ist das halt so. Mhm. Ne? Und da einfach dabei zu bleiben, was man dann formuliert hat, das passt dann schon auch. Das ist ja auch eine coole Haltung, ne? Weil du kannst dich ja nicht 100% auf alle Fragen vorbereiten. Und wenn du dann mit dieser Haltung, wie du sagst, das ist halt so, reingehst, dann kann dir eigentlich nichts passieren, oder? Tatsächlich ist es ja so, dass wenn du natürlich dann deinen Kunden vor dir hast, ist es natürlich viel, also ich sehe das immer so, dass man natürlich im Kundengespräch erstmal versuchen sollte, mehr rauszufinden, was ist denn für den Kunden wichtig. Klar. Ne? Und in dem Moment bin ich, aber das heißt ja Selbstpräsentation. Ja. Yeah. Das ist ja nicht Selbstbefragung oder Selbstdialog oder gegenseitiger Dialog, sondern es ist tatsächlich eine Präsentation. Okay, und die machst du von A bis Z so, wie du sie dir vorgenommen hast? Ja, es sei denn, es kommen Fragen zwischendrin. Klar. Dann natürlich, klar. Klar, stellst du dich drauf ein. Okay. Ja. Wie geht es dann weiter? Was vielleicht da noch ein wichtiger Tipp ist, ist, man kann sich natürlich immer überlegen, wie man so eine Präsentation, wie man da so einen Rahmen drumherum gibt. Okay. Also das ist immer so ein bisschen so eine, welche Geschichte möchte ich erzählen? Und gerade bei Verkäufern ist es natürlich eine spannende Geschichte zu sagen, was kann ich denn von mir als Story damit reinbringen, damit das Gegenüber so das Gefühl bekommt, so, oh wow, das ist halt tatsächlich, der hat das Verkäufergehen so, ne? Und da kannst du natürlich sagen, okay, mein Rahmen ist zum Beispiel, ich habe schon immer gerne verkauft. Okay. Und das hat im Kindergarten angefangen, als ich meine Sandkuchen für 1.000 Euro an meine Oma vertickt habe. Das gibt insofern einen Rahmen, weil das natürlich so ein bisschen einen Einblick auf sowas Persönliches liefert, um dann im Grunde zu sagen, jetzt gehe ich auf die professionelle Ebene und dann schmückst du diesen Rahmen aus, aber du hast im Grunde schon mal den Boden bereitet. Fantastisch. Und das kannst du dir halt sehr, sehr gut überlegen, um diesen halt, wenn du diesen Rahmen hast, um dann in diesem Rahmen deinen gesamten Lebenslauf oder deinen Lebensweg auf diese Stelle hin zu formulieren. Sehr gut. Und dann hast du einfach eine Orientierung und weißt, was du genau sagen willst. Und auch wenn das eine oder andere dann dir vielleicht in dem Moment in der Aufregung nicht einfällt, du hast trotzdem den Rahmen und es ist trotzdem rund und du kannst dich einfach dadurch sehr, sehr gut präsentieren. Ob du jetzt Verkäufer bist oder im Service, da hast du ja deine persönliche Geschichte und bereitest du dich ja einfach dann auch vor. Ja. Wie geht es dann weiter? Also wenn jetzt der längere Elevator-Pitch durch ist, was kann da dann auf den Bewerber zukommen? Es können natürlich durchaus noch Fragen jetzt zu dieser Selbstpräsentation kommen, weil natürlich die Gegenüber haben ja den Lebenslauf vor sich liegen. Das heißt, die haben sich womöglich auch Anmerkungen schon dazu gemacht. Und da kann natürlich schon sein, wieso haben Sie denn Ihr Studium abgebrochen oder wieso sind Sie denn von BMW zu Daimler gewechselt oder irgendwie sowas. Das kann natürlich passieren. Okay. Oder es kann natürlich schon sein, dass einfach auch tatsächlich kritische Fragen kommen. Und die werden gar nicht mal unbedingt gestellt, um zu sagen, ich will ihm oder ihr jetzt irgendwas, sondern tatsächlich geht es oft darum, einfach mal zu erfahren, wie kann denn die Person das begründen, wie sich bestimmte vielleicht Zickzacks ergeben haben oder warum es da nochmal so einen Kreis zu irgendwas hingegeben hat. Also geht es einfach darum, das stimmig zu erklären? Also wenn ich jetzt zum Beispiel zwischen meiner Tätigkeit im Autohaus A und der Tätigkeit im Autohaus B, was ich 4 Monate nichts gemacht habe und der Autohauschef guckt sich das an und sagt, da ist ja eine Lücke. Was haben Sie denn da gemacht? Was sage ich da? Also wenn ich da jetzt tatsächlich, vielleicht war ich kurz arbeitslos, vielleicht habe ich tatsächlich keinen Job gefunden, was auch immer der Grund gewesen ist, wie formuliere ich das, dass ich diese Lücken stimmig erklären kann? Also erstmal 4 Monate würde ich gar nicht erklären. Also das würde ich auch gar nichts, also würde ich einfach ignorieren. Also auch im Lebenslauf würde ich das praktisch, kann man das in der Regel einfach ignorieren. Also es ist relativ normal, dass man mal
eine Stelle aufhört und die andere dann erst 3 Monate später anfängt. Also das ist normalerweise nicht so problematisch. Okay, nur ganz kurz, welcher Rhythmus, ab wann würdest du anfangen, was anzugeben? Wenn du sagst, 4 Monate würdest du nicht angeben? Ja, also ich würde so sagen, man muss immer so ein bisschen gucken, also wenn du zum Beispiel in die Sommerzeit dazwischen hast, wenn du hast so Juli, August dazwischen, dann kannst du auch mal bis zu 5 Monate gehen oder wenn die Weihnachtszeit dazwischen ist, kann genauso. Weil ehrlich gesagt ist doch meistens so, dass in den meisten Unternehmen passiert ja zum Beispiel im Dezember kaum was oder in den Sommermonaten passiert auch total wenig. Also braucht uns da keiner was zu erzählen, dass da immer die Sachen irgendwie total schnell auf dem entschieden werden. Ne? So, also ich würde immer so sagen, so ab 5 Monaten muss man vielleicht anfangen, irgendwas zu erklären. Also, also man muss sich natürlich bewusst machen, dass solche Fragen kommen können. Das kann man aber dann mit einem Satz eigentlich abhandeln. Okay, was ist das für ein Satz zum Beispiel? So wie, ich hatte meine eine Stelle, die lief dann zum so und so vielen aus und ich hatte dann im neuen Autohaus, fing die erst zum so und so vielen an und ich habe das dann genossen, dass ich einfach nochmal 2 Monate ein bisschen länger Urlaub machen konnte oder es stand noch ein Umzug an oder irgendwie sowas. Also Andrea Patzelt, die Recruiting-Expertin für Premium- und Luxusautohäuser. Du möchtest einfach mehr? Dann geh jetzt auf andrea-patzelt.com oder schicke eine E-Mail an podcast@andrea-patzelt.com. podcast@andrea-patzelt.com.